Hallo und seid willkommen zu diesem Video über die Erweckung der Kundalini Shakti. Eine geheimnisvolle Kraft, hier thematisiert an einem geheimnisvollen Abend, sofern ihr nicht draußen rumrennt und versucht, Süßigkeiten einzuheimsen zu Halloween, begleitet mich auf dieser Reise hier durch diese Thematik Kundalini. Wir kennen Berichte von vermeintlichen Erweckungen der Kundalini-Kraft, hier auf YouTube auch, in irgendwelchen Büchern. Ich werde hier darüber sprechen, wie sind diese Dinge einzuordnen, vor allem auch vor dem Hintergrund einer authentischen spirituellen Praxis, die einen Menschen wirklich transformieren soll, die uns alle vielleicht hinführen könnte zu einem besseren Leben, zu einer besseren Welt, so blumig sich das anhört. Was hat da diese Kundalini eigentlich mit zu tun? Ist das notwendig? Wie authentisch ist das Ganze? Darüber werde ich hier sprechen. Ich werde hier auch einfließen lassen meine persönlichen Erfahrungen, die ich mit Kundalini-Kraft habe. Fangen wir also an. Ich werde nicht die Grundlagen besprechen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die so ein Video schauen, in irgendeiner Form informiert sind über die ganzen Zusammenhänge. Im Muladhara-Chakra verortet ruht diese göttliche Kraft im Menschen. Sie kann aufgeschlossen werden, aufgeweckt werden. Ja, und dann passiert was ganz Wunderbares. Ja, sie pflanzt sich durch die verschiedenen energetischen Systeme, die Chakren, nach oben und entfaltet sich dann im tausendblättrigen Lotus. Dann gibt es Gotteserlebnisse, Einheitserlebnisse, Erleuchtung, was auch immer. Das Erste, was ich sagen möchte darüber, ist, so leid es mir tut, es muss einem klar sein, die meisten Berichte über diese Dinge, gerade auch in Videos, sind nicht notwendigerweise erfunden, nein, aber sie stellen keine wirkliche Erweckung der Kundalini-Kraft dar. Das geht zum einen hervor aus den rein inhaltlichen Beschreibungen innerhalb dieser Berichte, aber auch aus der einfachen Tatsächlichkeit, dass diese Menschen dann jeweils überhaupt darüber berichten, in relativ kurzer Zeit oft, nach diesen Erlebnissen, und auch wie sie das tun. Wenn eine Kundalini-Erweckung stattfindet, und man sieht jetzt schon, dass, wenn ich so rede, heißt das, ich lasse das ja authentisch gelten, dass es diese Kundalini-Kraft ist, gibt, es gibt sie ja. Wenn so eine Erweckung stattfindet, dann wird man als allerletztes darüber berichten wollen. Ja, diese Dinge verändern einen. Diese schöpferische Kraft verändert die Zielsetzung, die man vorher hatte. Vor allem auch die Neigungen der Ego-Struktur, über diese Dinge sprechen zu wollen, sich durch diese Dinge profilieren zu wollen. Eine bemeisterte Ego-Struktur ist ja überhaupt erst die Voraussetzung, dass diese Kraft in erster Linie erweckt wird und auch aufsteigen kann. Wenn ich so eine bemeisterte Ego-Struktur nicht habe, das heißt also ganz konkret, um sich das etwas besser vorzustellen, weil was heißt schon bemeistert, wenn ich immer noch befangen bin in dieser Sucht nach Anerkennung, nach Selbstdarstellung, gerade auch durch spirituelle Praktiken, wenn ich anderen zeigen muss, wie toll ich bin und wie geheimnisvoll, was ich da irgendwie erwecke und all diese Dinge, solange ich das als spirituell Praktizierender, wenn ich überhaupt ein solcher bin, man sieht, ich gehe ja sehr hart ins Gericht schon von Anfang an, solange ich diese Dinge also mit mir herumschleppe, kann keine Erweckung der Kundalini-Shakti stattfinden. Was auf keinen Fall stattfinden kann, wenn es so eine Erweckung trotzdem gibt, weil jetzt muss ich wieder ein bisschen relativieren, es kann schon passieren, was auf keinen Fall stattfinden kann, dass sie wirksam werden kann im Körper, und auch im Mental, das passiert nicht. Und das werde ich jetzt auch erklären. Wir gehen davon aus, die Kundalini-Kraft ist hier irgendwo im Körper, hier unten, im untersten Chakra. Wir erinnern uns, Chakren sind jetzt nicht unbedingt irgendwie hier greifbaren Elemente, diese runden Dinger, die sich da drehen, sondern es sind eigentlich Bewusstseinsräume, die hier natürlich in den Körper verortet werden, in die verschiedenen Körpersysteme. Und das ist stimmig. Man kann Bewusstseinszustände den verschiedenen Körperregionen zuordnen. Diese Dinge kann man auch spüren. Diese Energien sind real. Die Chakren als Bewusstseinsräume sind real. Die Chakren als energetische Lokalisationspunkte zu betrachten, ist absolut stimmig und sinnig. Da haben wir also dieses unterste Chakra, das Muladhara-Chakra. Gut.
Da ist jetzt die Schlangenkraft. Jetzt kann ich so etwas tun wie Kundalini-Yoga. Das sind Methoden, auch eng im Verbund mit Hatha-Yoga, mit der Bemeisterung des Körpers durch Kraft, durch Stärke. Methoden, die natürlich auch Pranayama beinhalten, Atemtechniken im Verbund mit Manipulationstechniken, mit Bewegung und Visualisationstechniken, die man durchführt, um eben diese Energieströme zu lenken und zu fühlen. Ja, das kann man alles machen. Da macht man also Kundalini-Yoga. Das Problem ist jetzt, der Wunsch nach Erweckung dieser Kundalini-Kraft, der geht meistens aus von der Ego-Struktur. Ja, man möchte sich eben interessant machen. Und wenn man das schon hat von vornherein als Grundlage hier, wird diese gesamte Praxis auf tönernen Füßen stehen. Man kann die Kundalini-Kraft nur erwecken, wenn die Ego-Struktur zu einem großen Teil bemeistert ist, wenn man eben diesen Hang zur Selbstdarstellung hinter sich gelassen hat. Nur dann geht das. Wenn ich also Kundalini-Yoga betreibe und es gelingt mir tatsächlich, diese Energie jetzt aufzurütteln, sagen wir mal, das ist dann der Fall. Woran merkt man das? Na, man hat da Empfindungen von Wärme. Da passiert unheimlich was. Dann wird diese Kraft ihrer Natur nach natürlich auch durchbrechen wollen und schöpferisch aktiv werden wollen. Im Physischen, im Vitalen, im Mentalen. Sie will nach oben steigen. Ja, sie ist geweckt. Und wenn jetzt die restlichen Körpersysteme da gar nicht darauf vorbereitet sind, also die Chakren, die energetischen Systeme, als Bewusstseinsräume, sprich, wenn die Ego-Struktur nicht darauf vorbereitet ist, sondern immer noch verhärtet und verschlossen ist, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist, und auch lange Zeit noch auch bei spirituell Praktizierenden, dann wird diese Energie Schaden anrichten. Dann wird sie aufgerüttelt werden, sie hat aber keinen Sinn im Körper. Sie kann ihr schöpferisches Potenzial überhaupt nicht erfüllen, nicht zur Entfaltung bringen und auch nicht aufsteigen. Aus energetischer Perspektive müssten wir sagen, ja, die Bewusstseinsräume, die Chakren sind blockiert. Die Energie will da durch, sie wird sich mit Gewalt ihren Weg suchen. Und dann kommt es zu diesen ganz typischen beschriebenen Symptomen im Körper. Krankheitssymptomen, Schmerzen, Bewusstseinsveränderungen, die aber unangenehm sind. Ja, und vor allem auch Schmerzen und Ausfälle im Körper. Ja, vielleicht Symptome auch von denen ähneln, die man hat, wenn man Psychosen hat und all diese ganzen Geschichten. Das passiert dann natürlich, ist ja völlig logisch. Ja, weil der Körper nicht bereit ist, weil das Vital und das Mental auch nicht bereit ist dafür, weil die Ego-Struktur einfach nicht bereit ist dafür. Aber aus irgendeinem Grund, durch diese forcierten und sehr offensiven Kundalini-Techniken, hat man diese Energie jetzt erweckt. Ja. Und jetzt passieren eben diese Dinge und manche Menschen oder viele Menschen würden jetzt denken, oh, jetzt haben sie die Kundalini erweckt. Sie würden sich sogar noch freuen über bestimmte körperliche Symptome, Schmerzen oder so. Wäre zwar ein bisschen unangenehm, aber es wäre ja irgendwas Tolles, was da passiert tatsächlich. Das ist ja unglaublich, da passiert ja irgendwas. Da ist man aufgeregt, wie verrückt. Und das interpretiert man jetzt als ein Erweckungsprozess der Kundalini, durch den man jetzt noch durchgehen muss, vielleicht noch Tage, vielleicht Wochen. Hier höchstwahrscheinlich in Anlehnung an das, was der Inder Gopi Krishna da geschrieben hatte in seinen Büchern, in seinem Buch in den 60ern. Ja, der hat eine ganze Welle von Kundalini-Hype losgetreten. Und so glaubt man jetzt, das ist die Kundalini-Erweckung, dass da auch Schmerzen mit verbunden sind und irgendwelche unangenehmen Sachen, das gehört ja alles dazu und so. Eine authentische Kundalini-Erweckung macht keine Schmerzen. Ja, sie findet vor, ein vorbereitetes System, eine vorbereitete Ego-Struktur oder, wenn man es energetisch ausdrückt, Chakren, Bewusstseinsräume, die hier offen sind, die rein sind, gereinigt, sodass die Energie hochsteigen kann ohne Probleme. Man muss sich das so vorstellen, dass es wie bei jeder anderen physiologischen Tätigkeit, auch hier beim Essen zum Beispiel, da hat man keine Schmerzen. Wenn man etwas isst, ja, und dann kaut und dann diesen Nahrungsbrei runterschluckt, da hat man keine Schmerzen, wenn das alles so einigermaßen funktioniert. Ja, wer Schmerzen hat, der muss sich fragen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht ist da eine Obstruktion der Speiseröhre. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, muss man sich drum kümmern. Ja, oder wenn man einen Geschlechtsverkehr haben will und da hat man Schmerzen dabei. Ne? Natürlich ist das nicht in Ordnung. Und Sex macht keine Schmerzen. Ja, also ist da irgendwas, was dann behandlungsbedürftig ist, wie auch immer. Und genau das Gleiche ist hier auch bei der Erweckung der Kundalini. Wenn die wirklich authentisch erweckt wird, hat man keine Schmerzen. Hat man keine Schmerzen. Ganz einfach. Ja, alles andere bedeutet immer, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, das heißt, es gibt jetzt zwei grobe Möglichkeiten in diesen Berichten. Entweder stimmen diese Berichte einfach nicht, jemand saugt sich das aus den Fingern, um sich interessant zu machen, ist leider so. Oder ist ganz normal, gehört dazu zum
zum Game. Oder aber, davon gehe ich auch aus, dass viele Berichte authentisch sind. Die Leute haben diese Erleben, aber sie fehlinterpretieren diese Dinge. Sie haben keine Kundalini-Erweckung, sondern sie haben erleben die Auswirkungen der Aufstachelung dieser Kraft. Aufstachelung, entweder durch forcierte Praktiken oder bei manchen auch spontan, weil sie dazu neigen einfach. Und diese Kraft findet dann vor ein nicht vorbereitetes System, ja, was in Wirklichkeit immer eine nicht vorbereitete Ego-Struktur, eine mangelnde Reife ist. Ja, gehe ich jetzt mal weiter. Wie kriegt man das denn frei, das Ganze? Was wäre denn hier nicht die Maßnahme nur, sondern die Voraussetzung, wirkliche Voraussetzung? Wenn wir einen Schritt zurückgehen, wenn wir mal sagen, lass mal die Kundalini jetzt nicht aufgestachelt sein, die schläft jetzt. Wie kann ich das denn wirklich vorbereiten, einen Kundalini-Aufstieg? Also, die ganze Zielsetzung muss hier ganz anders gesehen werden. Das Aufsteigen der Kundalini spielt für einen Menschen, der ganz authentisch in einen spirituellen Lebensstil eintreten will und sich dem Höchsten öffnen will, erstmal überhaupt gar keine Rolle. Ja, das ist unerheblich. Das sind so kleine Rosinen, die man dann noch zur Verfügung hat, um den ganzen Körper mit in den spirituellen Prozess reinzubringen. Alles, was mit energetischen Praktiken zu tun hat. In erster Linie muss man sich erstmal dem Göttlichen öffnen. So ist das. Einer höheren Macht, einer höheren Kraft. Das bedeutet ja Yoga. Man muss durchlässig werden dafür. Man muss an seiner Ego-Struktur arbeiten. Die muss man erstmal bemeistern. Durch bestimmte Maßnahmen, auch durch Methoden, die alle dokumentiert sind. Yamas und Niyamas immer wieder. Diese ganzen Maßnahmen der Ethik, die dienen zur Regulation der Ego-Struktur. Man muss sich das so vorstellen, die Ego-Struktur besteht aus einer dicken Wand. Da ist man eingeschlossen als normaler Mensch. Man ist abgegrenzt gegenüber den anderen Ego-Strukturen und nach innen auch abgegrenzt. Abgegrenzt zu dem, was wir als Selbst bezeichnen. Das kann auch nicht durchscheinen nach außen. Es ist gefangen. Das Selbst verwechselt sich mit dieser Ego-Struktur, die überall Mauern aufbaut. Diese Mauern sind dick. Ja, die bestehen aus Misstrauen, Missgunst, die bestehen aus dem Trieb der Selbstdarstellung, ne, der Anerkennung, was ich eben schon angesprochen habe, Anerkennung auch durch spirituelle Praktiken. Die spirituelle Praxis wird auch durch die Auswüchse der Ego-Struktur verseucht. Viele Menschen sind auf einem spirituellen Weg, aber vieles von dem, was sie tun dann auch, vielleicht werden sie Lehrer, vielleicht lernen sie viele Methoden, ist dann auch oftmals getragen, eben von dieser Sucht nach Anerkennung, die besonders im Vordergrund steht. Das hat was damit zu tun, dass sich diese ganzen Betätigungen der Ego-Struktur vor allem auf drei wichtige Bereiche beziehen. Es geht um Sex, es geht um Geld und es geht um Macht. Ja, und Anerkennung gehört immer dann zum Bereich Macht dazu. Dadurch kann man auch Geld verdienen, dadurch kann man sich interessant machen und kann auch in irgendeiner Form Sex erlangen. Gehört alles dazu. Ja. Diese ganzen Verseuchungen der Ego-Struktur verhindern ein Aufsteigen der Kundalini. Die müssen erstmal bereinigt werden. Und das machen wir im Yoga erstmal. Ja, wir öffnen uns dem Göttlichen. Wir kommen in die Stille. Ja, durch die ganzen Methoden der Meditation. Alles dokumentiert im Raja-Yoga. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal wieder aufzählen. Das würde das Video zerfasern. Das ist unser Ziel, was wir erstmal tun müssen. Die Ego-Struktur vorbereiten. Und es gibt Indikatoren dafür, ob wir dann voranschreiten auf diesem Weg. Ja, die kennen wir einfach. Die Sucht nach Anerkennung kommt ein bisschen zur Ruhe. Der Materialismus, diese Habgier, all diese ganzen negativen Auswirkungen, das kennen wir alles. Das Tamasige, das Rajasige. Ja, wir streben nach Sattva erstmal, lassen später dann Sattva auch zurück. Die drei Gunas, wir erinnern uns. Man wird zu einem Gunatita, zu einem Menschen, der unberührt ist von den Gunas. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Das steht für die Menschen zur Diskussion, die da schon höher entwickelt sind. Da würde man vorgreifen. All diese Dinge, diese klassischen Yoga-Praktiken, die gilt es hier zu betreiben und die werden diese dicke Wand dieser Ego-Struktur, die ich um mir habe, immer dünner werden lassen. Die Methoden, die wir im Yoga anwenden, sind wie ein Meißel. Damit meißeln wir unsere Ego-Struktur Stück für Stück ab. Jedenfalls diese schlimmen Auswüchse der Ego-Struktur. Wir machen sie wirklich zu einem Instrument, zu einem funktionierenden. Eine konventionelle Ego-Struktur ist kein gutes Instrument. Es ist meistens ein Etwas, was eine Eigendynamik entwickelt, ja, und schädlich ist in der Welt. Das sehen wir natürlich an den ganzen Kriegen, an der ganzen Umweltverschmutzung, an der ganzen Arroganz, an der ganzen Egozentriertheit. Das kennen wir alles. Ja, die Yoga-Methoden sollen das alles erstmal beseitigen.
eine Öffnung zum Göttlichen hin, eine Öffnung auch zur Welt hin. Ja, und dann entsteht die Möglichkeit eben, dass man Reinheit erfährt, dass man das Göttliche schon etwas fühlt, wie es dann herniederkommt. Und jetzt ist etwas sehr Wichtiges. Jetzt komme ich auch zum Kundalini wieder zurück, zur Kundalini-Kraft. Ganz, ganz wichtig jetzt. Die Voraussetzung, dass diese Kraft authentisch nach oben steigen kann und erweckt wird und dann nach oben steigen kann, die ist, dass man das Göttliche schon hier realisiert. Das Göttliche kommt von oben durch die geöffnete Ego-Struktur, kann eindringen, kann das Leben transformieren, befruchten. Und dann wird diese Schlange, die hier unten im Muladhara wartet und geschlafen hat, die wird dann auf eine authentische Art aufgeweckt. Man muss sich das so vorstellen, dass durch diese Öffnung entsteht ein Licht. Das göttliche Licht scheint dann als kleiner Strahl bis nach unten. Oder vielleicht auf den Kopf der Schlange, die hier geschlafen hat. Und die merkt das dann, guckt die nach oben. Ah, und dann ist der erste Impuls überhaupt erst gegeben. Und dann kann man durch Methoden aus dem Kundalini-Yoga zum Beispiel, durch all die überlieferten Methoden in allen Büchern schon ausgeplaudert, die ganzen Geheimnisse, dann kann man durch diese Methoden hier noch einwirken. Das wird dann auf eine ganz andere Weise geschehen, als das konventionell geschieht, aus einer, also nicht aus einem aus einer Neugier heraus oder aus einem Hang der Selbstdarstellung, sondern das wird dann in einer ganz anderen Weise geschehen. Ja, das wird dann in Demut geschehen, ohne diese ganze Behaftung mit unreinen Motiven. Also diese Praxis da, die Kundalini noch zu wecken. Da sie jetzt dieses Göttliche sieht, und das Göttliche muss man sich auch vorstellen, das zieht schon die Kundalini so ein bisschen hoch. Dann sind die Chakren vorbereitet. Es geht ja nur, wenn die Chakren geöffnet sind, ja, kommt das Göttliche durch. Die Chakren sind die Bewusstseinsräume. Die hat man gereinigt. Die Bewusstseinsräume sind Elemente der Ego-Struktur. Die hat man gereinigt durch seinen entsprechenden Lebensstil. Und das muss man auch nach außen hin jederzeit zeigen können. Ja, man könnte quasi sagen, man kann beweisen, dass man die Ego-Struktur gereinigt hat. Ja, Jesus hat es so ausgedrückt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das muss auch ganz klar sein. Ja, so lebt man dann auch. Und das kann man auch nicht vortäuschen. Das gelingt vielleicht für eine kurze Zeit, aber nie auf lange Sicht. Letztendlich wird man das dann immer sehen, wenn da jemand versucht, irgendwie eine Zeit lang so zu tun, als wenn er da ja schon so einen transformativen Prozess hinter sich gebracht hat, um dann vielleicht als großer Lehrer oder Guru zu gelten. Ja, wir kennen die ganzen Problematiken. Bleiben wir hier bei Kundalini. Das Licht, das göttliche Licht, ja, scheint schon mal durch. Die Kundalini wird angezogen. Von oben. Sie möchte auch von sich aus schon nach oben. Wir können sie dabei unterstützen. Und dann, wenn es dann diese Prozesse gibt des Aufsteigens, die werden dann in der Regel ohne große Schmerzen, ne, vielleicht gibt es so kleine körperliche Symptome natürlich, aber das wird dann ganz anders verlaufen. Da hat man dann keine Schmerzen, weil das System ist ja darauf vorbereitet. Ja, die Kundalini steigt quasi fast schon automatisch auf. Wieder ein anderes Thema wäre dann auch eben diese Frage, wenn man kein Kundalini-Yoga direkt betreibt, sondern andere Formen von Yoga, sagen wir mal Jnana-Yoga, Yoga des Wissens, man möchte Viveka entwickeln, die Kraft der Unterscheidung. Was unterscheide ich? Alles das, was ich nicht bin, unterscheide ich von dem, was ich wirklich zutiefst bin, das wirkliche Selbst, möchte man hier herausschälen. So, das ist ein philosophisch-intellektuell-meditativer Prozess. Wenn ich diesen Yoga betreibe, wird dann, wenn ich da Erreichungen habe, schon Einsichten, wird dann die Kundalini automatisch eigentlich auch erweckt? Oder muss ich jetzt speziell dann noch Kundalini-Yoga machen? Also wird bei einem fortgeschrittenen, bei einem spirituell fortgeschrittenen Menschen, der nicht Kundalini-Yoga praktiziert, wird dann automatisch, wenn er dann bestimmte Erlebnisse hat, auch die Kundalini ja, aufsteigen? Ja oder nein? Das ist die ganz einfache Antwort, die aber wieder dann komplex werden kann. Das kann man so und so sehen. Das, traditionell sehen das verschiedene Meister in der Vergangenheit Sivananda. Wird aber Befreiung ohne Sehnsucht nach Vereinigung durch Kundalini erstrebt, ist Kundalini-Yoga nicht notwendig. Denn Befreiung kann auch im reinen Jnana-Yoga durch Bindungslosigkeit und durch Übungen zur Beruhigung des Bewusstseins erreicht werden, ohne dass die zentrale Wesenskraft überhaupt geweckt wird. Oder auch Ramana Maharshi. When by this method, the inquiry of Jnana Yoga,
The mind is merged in the self, its Shakti or Kundalini, rises automatically. Die sehen das aus ihrer Perspektive. Manche sagen, ja, die Kundalini wird automatisch auf jeden Fall entwickelt. Das ist das energetische Pendant zu einer Entwicklung auch im Mentalen. Manche sagen, nein, die wird nicht direkt aufsteigen. Das ist nicht notwendig. Zum Beispiel für einen Jnana-Yogi oder für einen Bhakti-Yogi. Ja, wenn sich so ein Mensch dem Göttlichen öffnet oder dem inneren Göttlichen im Selbst, dann wird die Kundalini nicht aufsteigen. Das sind einfach verschiedene Sichtweisen hier. Ja, und wenn man mich jetzt fragen würde, ja, ich denke mal, es gibt immer eine energetische Entsprechung. Die Kundalini wird immer aufsteigen, aber sie wird es dann vielleicht nicht so offenkundig tun. Ja, wie wenn man jetzt hier Kundalini-Yoga erfolgreich betreibt, dann wird es dann mit all den transformierenden, schöpferischen Erlebnissen, die ja sehr spektakulär sein können, wird das dann vonstatten gehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Jnana-Yoga betreibe, dann wird es auch vonstatten gehen, aber vielleicht so mehr so im Hintergrund, ja, auf eine sanftere Weise. Das ist jetzt aber eine spezielle Fragestellung noch gewesen, die habe ich hier einfließen lassen. Das ist hier nicht so wichtig in diesem Video. Ja, ob jetzt die Kundalini dann immer automatisch auch aufsteigt, auch bei Leuten, die kein Kundalini-Yoga betreiben. Ja, das ist eine Stilfrage, wie man das betrachtet. Ne? Könnte man Diskussionen zu anstoßen, ist hier nicht so sehr unser Thema. Ne? Komme ich wieder zurück. Die Kundalini wurde ja jetzt auch hochgezogen, jetzt bringt man sie hoch und ohne Schmerzen. Und das ist eine Bewusstseinsveränderung, die dann da eintritt, eine völlige Öffnung zum Göttlichen, hier auf der energetischen Ebene betrachtet, als Kundalini. Und wenn das geschieht, ja, dann wird man in der Regel erstmal mit diesen Dingen schöpferisch arbeiten und als allerletztes wird man dann darüber sprechen wollen und dann ein Video drüber machen. Das ist einfach so. Menschen verwechseln diese Kundalini-Erlebnisse oder Kundalini-Syndrome, die es geben kann, mit einem authentischen Aufsteigen der Kundalini-Shakti. Das wird regelmäßig verwechselt. In esoterischen Videos und so wird das ja alles mal verwurstet. Das muss man hier einfach sagen. Ja, wird manchen nicht gefallen, dass ich das sage, aber es ist einfach so. Wenn man authentisch einen spirituellen Weg geht, der viele Jahrzehnte dauert, eigentlich das ganze Leben lang, ja, dann wird man sich nicht versteifen auf irgendwelche tollen Erlebnisse, die man sich da verschaffen will. Das sind alles Spielereien, die auch ernsthaft Probleme verursachen können und auch Schäden verursachen können. Ja, und da möchte ich hier aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Diese Energien sind real. Die Kundalini-Kraft oder sagen wir mal die Kraft oder die Möglichkeiten, die man als Kundalini bezeichnet, ja, weil wir müssen das nicht mal als Kundalini bezeichnen in anderen Systemen oder in anderen Vorgehensweisen, da redet man ja gar nicht von Kundalini, da würde man das anders vielleicht bezeichnen. Diese Kraft ist real. Ja, ich selber habe auch diese Kundalini-Techniken betrieben vor über 20 Jahren. Und habe Hitze erzeugt, habe die Meditation dann noch mehr forciert, habe viele, viele Phänomene erzeugt und habe mich da richtig reingesteigert. Das, was ich damit gemacht habe, ist einen ziemlichen Schaden verursacht in meinem Körper. Es hat mich spirituell überhaupt nicht weitergebracht. Ich wurde dadurch innerlich zornig und aggressiv eigentlich, wollte mir das aber auch nicht eingestehen und habe diese Dinge dann auch wochenlang noch weiter betrieben. Es hat keinen Sinn. Ja, das war unsinnig. Jetzt werden viele sagen, ja, dann hast du es halt falsch gemacht, aber ich habe es richtig gemacht, aber trotzdem Schmerzen gehabt. Ja, das mag alles sein. Alles, was mit Schmerzen zu tun hat, alles, was mit einem forcierten Bemühen zu tun hat, um diese spezielle Thematik, wird immer dem spirituellen Weg, einem authentischen spirituellen Weg abträglich sein. Jemand, der spirituell praktiziert, der wirkliche Sehnsucht hat, nach dem Göttlichen und eine wirkliche Sehnsucht, die Ego-Struktur zu bemeistern, der wird sich nicht fixieren auf die Vorstellung, dass er jetzt irgendeine Kundalini-Kraft hier hochbringen muss. Denn damit wird er sich dann bei Zeiten beschäftigen durchaus und dann macht es auch Sinn, Kundalini-Yoga zu betreiben. Aber vorher, all das, was ich beschrieben habe, muss erstmal das ganze System hier unter Kontrolle gebracht werden, die Ego-Struktur. Um die geht es immer wieder. Darum geht es in allen Yoga-Praktiken, dass man die Ego-Struktur erstmal bemeistert. Und das ist ein Weg der Demut, ist das. Das Aufsteigen der Kundalini-Kraft wird nur zuteil durch göttliche Gnade. Das macht man im Grunde kaum selbst, sondern eben das geschieht, wenn das vorbereitet ist, so wie ich es beschrieben habe. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch hier beschreiben, wie denn so eine Praxis jetzt ziemlich konkret aussieht. Ja,
wie fange ich denn an, eine authentische Kundalini-Praxis zu betreiben, wenn ich fühle, dass ich jetzt schon spirituell weit fortgeschritten bin? Und dann kommt es auch von selbst, dass man sich dann auf eine ganz authentische Art dieser Sache zuwendet, ohne diese plakativen Elemente, die ja die Ego-Struktur immer reinbringen will, um sich selbst darzustellen. Ja, wenn man also weit fortgeschritten ist und dann von selbst darauf kommt, jetzt ist es Zeit, sich auch mit dem energetischen System auf diese spezielle Weise auseinanderzusetzen. Wie geht man da vor? Ich sagte ja, man öffnet sich dem Göttlichen. Und auch chakramäßig passiert hier genau das. Man fängt natürlich an im Ajna-Chakra und oder im Anahata-Chakra, im Herzchakra. Ja, also hier im, nennen wir es mal, im Stirnchakra und im Herzchakra. Womit man auf keinen Fall anfängt, ist das Muladhara-Chakra. Ja, man kann das symbolisch oder gleichnishaft so sehen, dass das Muladhara-Chakra ja dem Keller entspricht, dem Kellergeschoss, ja, wo geheimnisvolle Kräfte da irgendwo lauern. Da geht man nicht einfach hin. Wenn man da unten reingehen will, muss man sich vorher Licht geholt haben. Das Licht holt man sich von hier oben. Hier ist das Licht des Geistes und auch noch aus dem Herzzentrum. Ja, hier ist man schon dieser höheren, feineren Sphäre näher, da hat man Licht. Wenn man diese Chakra entwickelt, das macht man zuerst. Ja, diese Bewusstseinsräume bemeistern, dann hat man ein Licht erlangt. Und erst wenn man das hat, dann kann man in den Keller gehen mit dem Licht. Ja, geht ja nicht in den dunklen Keller und stolpert da rein und stolpert über irgendwas oder fällt in irgendwelche Löcher rein. Weil genau das würde passieren, wenn man einfach hier unvorbereitet das Muladhara-Chakra bearbeitet. Ja, jetzt würde gleich die Frage entstehen, aber es gibt doch diese ganzen Techniken. Da gehört es doch dazu, dass man auch mit diesem untersten Chakra arbeitet. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Techniken habe, wo ich einfach nur ein Aktivieren oder ein Bewusstwerden dieser Chakren vornehme oder ob ich forcierte Techniken habe, die diese Schlangenkraft nach oben treiben sollen. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Das macht man einfach nicht. Man fängt immer hier im oberen Bereich an. Das ist ja das Pendant der Öffnung hier zum Göttlichen, beziehungsweise psychologisch ausgedrückt, der Öffnung der Ego-Struktur. Das energetische Pendant ist die Konzentration auf das Ajna-Chakra und oder das Herzchakra. Damit fängt man an. Ja, man macht hier Visualisation, man kann mit Mantren arbeiten, immer wieder mit Om, legt das in diese Chakren, diese Bewusstseinsräume dehnt man langsam aus. Ja, das Göttliche wird seinen Weg finden. Das Göttliche ist immer da. Wenn man meine vorhergehenden Videos kennt, dann weiß man ja, das oberste Chakra, das Sahasrara-Chakra, das erwähne ich ja gar nicht, sehe ich auch nicht so als behandlungsbedürftig, ist es auch nicht, weil das ist die Sphäre der Transzendenz, da kann man nicht direkt etwas machen. Ja, auch da gibt es dann Menschen, denen würde das nicht so gefallen, die werden sagen, ja, aber es gibt doch im Kundalini-Yoga auch Methoden, da konzentriert man sich hier drauf. Ja, hier ist es genauso wie im untersten Chakra. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier quasi das Himmelreich erstürmen will und mich auf dieses vermeintlich alleroberste Chakra konzentriere, was ja gar nicht mehr am Körper verortet ist, oder ob ich einfach nur dieser Sache gewahr werde, ja, in einer ganz vorsichtigen und demütigen Haltung. Ja. Was ich damit sagen will, natürlich kann man das einbauen, die Konzentration auf das oberste Chakra, aber nicht so, wie man das oft kennt, dass man da eben sich auf das unterste Chakra konzentriert und dann glaubt, jetzt kann man die Energie hochziehen und dann nach oben bringen. Ich hatte ja schon erklärt, das Göttliche kümmert sich darum selbst, es steigt von selbst runter. Also nochmal, wir fangen hier immer im Herzzentrum an, mit dieser ganzen Angelegenheit. Wie diese Techniken dann im Einzelnen aussehen, ob man mit Mantren arbeitet oder mit Visualisation, ein Vibrieren oder ein Drehen der Chakren, das ist jetzt unerheblich. Ja, das kann man sich da alles entweder aus den Techniksammlungen nehmen, aber gerade hier in diesem Bereich, da sollte man einen Lehrer haben. Ja, der kann dann auch verständlich machen, wo jetzt der Unterschied ist in der Behandlung dieser Chakren. Weil es wird wahrscheinlich auch nach diesem Video immer noch unverständlich sein. Ja, wenn ich sage, einerseits, das Muladhara-Chakra beübt man nicht, aber auf der anderen Seite ja, kann man sich trotzdem darauf konzentrieren. Selbst wenn man noch nicht so weit ist, dass man sich einfach nur dieser Sache bewusst wird, auch auf das oberste Chakra. Da braucht man einen Lehrer, der für den jeweiligen Schüler diese Vorgehensweisen dann parat hat oder dem Schüler das auch wirklich erklären kann. Ja, wie diese Dinge dann im Einzelnen aussehen. Ein weiteres Merkmal für einen authentischen Kundalini-Aufstieg ist, dass, wenn dieser Aufstieg stattfindet, dann hat man bereits das intuitive Wissen, dass alles, was jetzt geschieht, in gewisser Weise richtig ist. Das hängt damit zusammen, wir erinnern uns, ich habe mich dem Göttlichen öffnen müssen,
im Vorfeld schon, habe meine Ego-Struktur bemeistert, zur Ruhe gebracht, bin in den Frieden gekommen, Shanti, habe Ananda gespürt. All diese Dinge bringen mit sich ein intuitives Wissen durch diese göttliche Sphäre. Und dieses intuitive Wissen schließt natürlich diese Vorgänge, die jetzt geschehen, mit ein. Das heißt also, ich weiß, dass jetzt eine Art Aufstieg stattfindet und alles wird gut sein. Diese Dunkelheit, diese Verwirrung, Zerrissenheit, Schmerzen, all diese Dinge, das hat hier keinen Raum. Das entsteht immer nur dann, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn irgendwas nicht stimmig ist. Dann ist es auch nicht stimmig in der Regel. Das kann man eigentlich so sagen. So ist das. Und wenn man in der Situation jetzt ist, ja, dass man ja, solche Erlebnisse hat, die einem unangenehm dann sind, wo man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Ja, was macht man da? Ja, dann lässt man diese Praktiken natürlich erstmal ruhen. Ja, man öffnet sich immer dem Göttlichen. Ganz konkret, wenn man es energetisch wieder sieht, lasst ab von dieser Beschäftigung mit dem Muladhara-Chakra, geht in euer Herz-Chakra, geht in euer Ajna-Chakra als ja, Notfalllösung energetisch. Bieten sich auch alle Techniken an, die man aus dem Qigong kennt, ne, was sich jetzt so ein bisschen eigenartig anhört. Ja, machtvolle Techniken. Ja, dass man sich zum Beispiel auf das konzentriert, was wir aus den Qigong als Dantian kennen. Ja, das ist hier unter dem Nabel. Da kann man sich auch drauf konzentrieren. Das würde man denken, hier ist aber auch unten. Ja, aber da kann diese überschüssige Energie erstmal gesammelt werden. Ja, und dann auch ins Herzzentrum, auch ins Stirnzentrum durchaus. Aber dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass hier zu viel Hitze gewissermaßen entsteht. Ja, das sind dann so Spezialprobleme, die entstehen können. Ja, da muss man die Energie also verteilen im Körper. Eine konkrete Akutmaßnahme, wenn man irgendwelche Energien da losgetreten hat, ja, ob das nun Anteile von Kundalini sind oder ob das die Kundalini-Shakti jetzt selber ist, die jetzt hier ratlos umher wütet im Körper, seine schöpferische Kraft, erinnern wir uns, sie möchte schöpferisch jetzt wirken, sie möchte eigentlich nach oben, aber kann sie nicht. Also wird sie irgendwas zerstören im Körper. Und eine Notfallmaßnahme ist es auch, dass man eben dann schöpferisch direkt tätig wird. In dem Fall am besten für andere. Ja, dass man jetzt direkt akutes Karma-Yoga betreibt. Dass man sich öffnet nach außen, dass man wegkommt von dieser Egozentriertheit und Beschäftigung mit diesen eigenen Problematiken, die man vielleicht jetzt auch erschaffen hat. Ja, dann sitzt man ganz konkret vielleicht zu Hause, hat da meditiert, ist vielleicht sowieso in irgendeiner schwierigen Lebenssituation, weil viele Menschen, die in so einer Situation sind, neigen ja überhaupt in erster Linie dazu, sich mit bestimmten Praktiken ganz doll zu beschäftigen. Steht auf aus eurem Sitz, seid für andere da. Ja, für die Familienangehörigen, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, für Freunde oder so, macht irgendwas. Diese Energie, die hier losgetreten wurde, die kann man vielleicht sogar noch in bestimmten Anteilen dann wenigstens umsetzen, allein schon auf physischer Ebene. Ja, das wäre jetzt nur mal ein, so ein Tipp, was man dann machen kann. Und natürlich lässt man diese Praktiken sein. Das hatte ich auch in der Vergangenheit schon angedeutet. Bei jemandem, der gefragt hat, er merkt da irgendwas und so, ob das so gut ist und so. Lasst diese Praktiken sein. Ja, steht auf, öffnet euch. Und immer wieder sich dem Göttlichen öffnen. Ja, das geschieht energetisch durch eine Konzentration auf die höheren Zentren, durch ein Loslassen, durch ein Befolgen der Yamas und Niyamas im Yoga niedergelegt oder eben auch natürlich in anderen spirituellen Traditionen. Es gibt immer noch den Jesusweg, wunderbar, was in der Bergpredigt steht. Das umsetzen, dann kommt man aus dieser Egozentriertheit, aus dieser inneren Blase kommt man dann raus. Ja, und dann können eventuelle Kräfte, die losgetreten wurden, auf natürliche Weise so ein bisschen abgegeben werden und wieder zur Ruhe kommen. Ja, man kann das Himmelreich nicht einfach so erstürmen mit einem Akt des Willens. Das hatte ich schon in einem Video gesagt, in der Videoreihe Die Wahrheit über Yoga. Ja, da hatte ich ja zwei Videos gemacht zum Kundalini. Da hatte ich gesagt, dass hier eine Wand ist, dass man nicht einfach nach oben kommt. Und all diese Dinge. Ich denke, wenn man jetzt das, was ich gesagt habe, so ein bisschen durchdenkt, das vielleicht so abgleicht, auch mit persönlichen Erlebnissen, dass einiges dann durchaus Sinn machen kann. Es geht ja auch nicht darum, ob man mir in der Vollständigkeit zustimmt oder nicht. Darum geht es hier gar nicht. Ja, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Haltung aus einer Perspektive, die ich hier einnehmen muss, als jemand, der sich auch schon jahrelang, jahrzehntelang mit diesen Dingen beschäftigt. Ja, das gipfelt dann alles nicht darin, dass man dann so ein Video macht und wo man der Allgemeinheit dann eben mitteilen will, was man da für tolle Kräfte aktiviert hat. Davon wird man immer Abstand nehmen. Man wird kein Interesse mehr haben, wenn man einen wirklichen Kundalini-Aufstieg hatte, ja, an dieser Selbstdarstellung, an dieser
Das bringt nichts, es sei denn natürlich, und das ist auch noch eine wichtige Sache vielleicht, noch im Nachhinein, weil dann würde es wieder auch Fragen geben, da würde man nämlich fragen jetzt, wie, darf man da nie drüber reden oder so? Doch, wenn es einen Sinn hat, selbstverständlich, da kann man offen drüber reden irgendwann mal. Ja, aber meistens mit einem zeitlichen Abstand, wenn diese Dinge dann umgesetzt sind, dann kann man natürlich über seine Kundalini-Erweckung sprechen, selbstverständlich. Aber es wird man eben nicht tun, einfach nur so, ohne Grund, ohne Sinn, sondern es wird dann meistens den Zweck haben, dass man anderen Menschen auf dem Weg hier eine Hilfe gibt, dass man andere Menschen unterstützt, ja, in diesen Dingen. Das ist dann auch meistens authentisch, ja, aber eben nicht unmittelbar nach diesen Geschehnissen, die ja meistens ohnehin keine Kundalini-Erweckung darstellen. Ja, ich habe jetzt hier kreuz und quer geplaudert über diese Thematik dieser geheimnisvollen Energien an diesem geheimnisvollen Halloween-Abend. So war es eigentlich auch beabsichtigt von mir. Strukturierter will ich das gar nicht haben. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen, der einen oder anderen hier ein paar Impulse geben, sich damit noch weiter zu beschäftigen, das etwas anders zu betrachten oder in die Tiefe zu gehen oder auch mir eine Frage zu stellen. Noch vielleicht ergibt sich dann das eine oder andere Video aus dieser ganzen Thematik. Ich bedanke mich also für eure Aufmerksamkeit. Wünsche eine gute Zeit und viel Erfolg auf dem Weg.